Was sagt der Handel jetzt zu dem, was heute verkündet worden ist? Ja, der Handelsverband ist sehr erleichtert, dass wir uns hier durchgesetzt haben, dass der Handel wieder für alle Menschen da sein kann, für alle Kundinnen und Kunden und das bundesweit, also auch in Wien. Vor allem ist auch wichtig, dass die 2G-Kontrollen wegfallen, die eine große Belastung für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter waren. Was waren denn die größten Schwierigkeiten? Ist es tatsächlich auch zu Situationen gekommen, die unangenehm waren? Was ist Ihnen da mitgeteilt worden? Also ganz generell war für uns die Situation immer prekärer, weil wir mittlerweile bis zu 3000 Händlerschließungen allein in Wien verzeichnen und dort das pandemiebedingte Händlersterben am größten ist. Das hat natürlich viele tausende Jobs gefährdet und uns zehntausende Kundinnen und Kunden hin zu Amazon und Co. getrieben. Das ist natürlich problematisch für die gesamte Wertschöpfung und die Kontrollen waren problematisch, weil nicht nur ungeimpfte Kundinnen und Kunden uns die Schuld gegeben haben und teilweise natürlich auch Aggressionen bei den Mitarbeitern abgeladen wurden, sondern eben auch viele Geimpfte und Genesene dem Handel abgeschworen haben und gesagt haben, das tue ich mir nicht mehr an, es ist mir zu kompliziert, ich tätige keine Spontankäufe mehr. Daher war die Entscheidung in Wien heute eine faktenbasierte, wichtige und für uns richtungsweisend, weil damit klar ist, der Handel wird ab jetzt für alle Menschen im Land bundesweit immer da sein, in Hochpandemiephasen mit durchgängigem Tragen der FFP2-Maske und hoffentlich bald wieder ohne Pandemie und ohne Maske. Gibt es denn eigentlich Zahlen oder Schätzungen, was diese Phase der Kontrollen im Handel den Handel gekostet haben könnten? Bundesweit gehen wir durch diesen Lockdown für Ungeimpfte, der faktisch durch 2G im Handel noch fortgesetzt wird, von rund 300 Millionen an Verlusten pro Woche aus und damit in Wien bei rund 73 Millionen Umsatzverlusten rein regional. Wie sind da die Perspektive? Das kann ja kaum aufzuholen sein. Zum einen ist das Problem, dass natürlich viele Händler schließen mussten, viele Jobs dadurch nicht mehr bestehen in unserer Branche und bis zuletzt hat man auch international wahrgenommen, dass Wien immer einen eigenen Weg geht. Wir erinnern uns an Ostlockdown, Osterruhe und Anführungszeichen und daher ist es aus Sicht der Wirtschaft in Wien eine politisch instabile Lage, weil man immer die drakonischsten Maßnahmen abfedert und der Eingriff in die Erwerbsfreiheit in Wien bundesweit gesehen am massivsten ist und daher haben viele große Handelsketten derzeit einen Expansionsstopp in Wien und schauen sich in anderen Bundesländern, leider auch in anderen Ländern außer von Österreich um. Ich nehme an, Sie haben die Pressekonferenz ganz genau mitverfolgt. Was ist Ihnen aufgefallen, was hat Ihnen eher gefallen oder missfallen, was der Bürgermeister von Wien heute verkündet hat? Ganz generell ist für Wien, aber natürlich vor allem auch bundesweit wichtig, dass endlich die körpernahen Dienstleister Klarheit haben. Die sind traditionell immer gleich mit dem Handel behandelt worden, aber wir reden von hunderttausenden Menschen und vielen Unternehmen, die bis dato noch nicht genau klar wissen, dürfen sie auch wieder am 12. Februar aufsperren. Wieder Handel für alle und daher ist das wichtig. Für uns ist es natürlich als verbundenes Gefäß hin zur Gastronomie nach wie vor natürlich mit Umsatzverlusten verbunden, dass die Gastronomie Einschränkungen hat wie die Fortführung der 2G-Regel, aber wir im Handel müssen natürlich damit leben und wissen, dass es einen Unterschied gibt, ob man die Maske eben durchgängig aufhat oder eben nicht und dennoch hat die Tagesgastronomie, die Speisegastronomie natürlich viele Sicherheitsvorkehrungen getroffen, das darf man auch nicht vergessen. Wir freuen uns heute für den Handel, dass wir die angeschlagenen Existenzen zumindest perspektivisch abfedern und Jobs retten können und wir hoffen, dass wir viele Menschen wieder zurückgewinnen können, die leider uns die Schuld geben und nicht jenen, die sie selber gewählt haben.